Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends. Ich würde eher sagen, Info, Tipps und Tricks, Aufklärungsvideo, seht's wie ihr wollt. Ich möchte über eine kleine Lüge aufklären. Und zwar gibt es einen Aufsatz, der nicht das hält, was er verspricht. Wie komme ich überhaupt darauf? Mein YouTube-Kollege, des Space Cat Show, der hat vorhin ein Video hochgeladen. Der macht auch sehr viel Apex Legends Stuff, Tipps und Tricks, Videos, richtig gute Qualität. Schaut da gerne mal rein. Der hat heute ein Video hochgeladen. Da geht's um den Schaft sämtlicher Waffen, was der eigentlich für Aufgaben erfüllen soll, beziehungsweise was der für eine Aufgabe hat, die der ein oder andere von euch vielleicht gar nicht weiß oder wie die Funktionsweise ist. Das Video ist sehr gut. Auf was will ich bei ihm eigentlich hinaus? Er hat mich daran erinnert, dass ich vor Wochen oder vor Monaten eigentlich schon euch die Barrel Stabilizer Lüge vorstellen wollte. Es geht um den Laufstabilisator. Der funktioniert nämlich bei weitem nicht so, wie es versprochen wird. Ich springe jetzt mal in den Trainingsmodus und da zeige ich euch genauer, was ich meine. Ich möchte euch an dieser Wand anhand der Spitfire mal komplett den Rückstoß oder den Rückstoßverlauf zeigen. Einmal ohne Laufstabilisator, einmal mit dem weißen, mit dem blauen, mit dem lilanen und zum Schluss mit dem goldenen. Zu den Erklärungen. Bei dem weißen steht leichter Verringerung des Rückstoßes, bei blau steht moderat, bei lila steht deutliche Verringerung und bei gold steht deutliche Verringerung des Rückstoßes und minimiert das Mündungsfeuer. Da habe ich zum Schluss auch noch was zu sagen. Ich möchte euch jetzt erstmal verdeutlichen, wie krass in Anführungszeichen die Unterschiede tatsächlich sind. Ich möchte natürlich nicht behaupten, dass er komplett effektlos ist, das auf keinen Fall, aber nicht das, was ich mir zwischen keinem Laufstabilisator und dem goldenen vorstelle. Das sind bei mir Unterschiede wie Tag und Nacht. So, einmal der Rückstoß ohne Rückstoßkontrolle, ohne Laufstabilisator. Ich habe extra das lila Magazin drauf gemacht, damit es ein bisschen verdeutlicht wird. Auch wenn man Unterschiede feststellen kann, sind sie nicht so krass, wie ich es mir erhofft hätte. So, jetzt gehen wir ein Stück nach rechts. Selbes Muster mit weißem Laufstabilisator und er erkennt schon am Rückstoßmuster, am Muster der Wand, dass sich das Muster nicht stark verändert. So, jetzt nehmen wir den blauen, habe ich noch genug Munition, hat er wieder ein bisschen nach rechts gelaufen. Ihr seht, der Ausschlag ist wieder fast zu 100% gleich. Natürlich 100% ist nicht möglich. Dann nehmen wir jetzt den lila Laufstabilisator. Ich muss gucken, dass ich ungefähr denselben Abstand zur Wand einhalte, damit das auch deutlich wird. Und jetzt nehmen wir den goldenen. Na, pack drauf, nachgeladen ist, Feuer frei. Ich zeige es bewusst an der Spitfire, weil einfach hier die Magazingröße extrem gewaltig ist. Je geringer die Schussanzahl in den Waffen ist, desto leichter ist es sicherlich auch den Rückstoß zu verdeutlichen. Aber ihr seht jetzt hier anhand des Rückstoßes, auch wenn ich vielleicht nicht überall haargenau unten auf der gleichen Höhe angefangen habe, seht ihr, dass ihr das Rückstoßverhalten immer, also zumindest immer fast das gleiche ist. Es schlägt erst so ein Stück nach oben aus, macht dann wie so eine S-Kurve, wie bei so einer Rennstrecke und das verändert sich nicht groß. Ich bin jetzt nochmal an eine andere Wand gegangen, um euch den Direktvergleich zwischen keinem Stabilisator und dem goldenen etwas genauer zu zeigen. Hier ist es auch eher nahkampflastig, weil ich ein bisschen näher an der Wand stehe und guckt euch das einfach mal an. Einmal ohne. So, Muster ist an der Wand gepinselt und jetzt einmal den goldenen Lauf. Ich gehe ein bisschen nach rechts, ich muss ein bisschen weiter nach unten ziehen, weil es ein bisschen steil bergauf geht. So, jetzt seht ihr, wenn es jetzt ein extremer Nahkampf von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Metern wäre, ist es ein wenig deutlicher, dass es einen Unterschied zu sehen gibt. Das ist natürlich klar. Ich will nochmal betonen, habe ich vorhin schon gesagt, dass der nicht komplett effektlos ist. Das ist natürlich auch klar. Aber wenn bei der goldenen Beschreibung deutliche Verringerung des Rückstoßes steht, würde ich sagen, verstehe ich darunter ein bisschen was anderes, weil ihr seht es jetzt direkt nebeneinander. Ich habe jetzt hier mit dem goldenen Lauf ein bisschen weiter unten angefangen, aber im Endeffekt ist die Kurve fast identisch, macht hier nochmal einen kleinen Ausschlag, wo die Kugeln ein bisschen länger einrasten und ansonsten, ja, finde ich, sieht das relativ gleich aus. Es geht natürlich nicht ganz so weit nach oben.
Jetzt möchte ich euch, wie versprochen, mal noch das Mündungsfeuer ein bisschen ans Herz legen oder nahelegen. Das, was der goldene Lauf nämlich noch verspricht, ist die Minimierung des Mündungsfeuers. Ihr kennt das vielleicht, es gibt Waffen, da rotzt ihr auf den Gegner. Das Mündungsfeuer lenkt einen so ab, dass wenn der Gegner sich schnell bewegt, verliert ihr den Gegner aus dem Visier. Ich finde, wenn ihr ganz normal zockt und visiert an, wie es die meisten tun und nicht gerade aus der Hüfte schießen, könnt ihr euch den goldenen Lauf meiner Meinung nach getrost sparen, egal ob ich jetzt ein Rotpunktvisier habe oder nicht. Wenn ihr einen Teammate dabei habt, der gerne aus der Hüfte schießt und fast ausschließlich, gerade im Nahkampf, dann überlasst dem Kollegen den goldenen Lauf, denn nur im Nahkampf und aus der Hüfte hat der das Mündungsfeuer wirklich einen Effekt. Ich rotze jetzt mal hier ein bisschen aus der Hüfte, ihr seht das Mündungsfeuer. Natürlich ist das Fadenkreuz im Vergleich zum Mündungsfeuer relativ weit oben, aber in der Hektik und vielleicht ist es irgendwo gerade ein bisschen eng, hektisch, rauchig, schlechte Sicht. Du verlierst den Gegner aus dem Auge, wenn du aus der Hüfte schießt. Und da ist der Effekt wirklich zu spüren. Aber hier seht ihr es, Mündungsfeuer ist nicht mehr ganz so extrem. Ihr habt natürlich auch eine extreme Rauchentwicklung, die natürlich auch hinderlich sein kann. Auch das könnte ein bisschen weniger sein. Aber ich finde, wenn ihr anvisiert, gibt es kaum. Ich rotze hier einfach nur mal ein bisschen wild durch die Weltgeschichte. Ihr seht, ich rotze das Magazin jetzt noch leer. Dann mache ich das Teil hier wieder runter. Und ihr seht, richtigen Effekt, zumindest wenn ihr anvisiert, habt ihr vom Mündungsfeuer her nicht. Deswegen habt ihr den goldenen Lauf gefunden und ihr rotzt eh nicht aus der Hüfte. Lasst einen Teamkameraden da. Denn ich stelle mir unter Mündungsfeuer ein bisschen was anderes vor. Zumindest die Dämpfung, die könnte ein bisschen krasser sein. Oder, naja, was heißt krasser? Ist vielleicht falsch ausgedrückt. Keine Ahnung. Für mich ist dieses Mündungsfeuer-Effekt-Ding aus der Hüfte, ich finde, das könnte in der Beschreibung auch mit stehen, dass es eigentlich fast ausschließlich einen Effekt aus der Hüfte hat. Egal, ich will es jetzt nicht schlechter reden, als es ist. Ich betone nochmal, ich möchte den Laufstabilisator gerade in Gold nicht effektlos sprechen, aber zwischen keinem Laufstabilisator und einem goldenen stelle ich mir weitaus mehr vor als einen klitzekleinen Höhenunterschied vom Rückstoß. Lasst euch in den Kommentaren gerne mal aus, ob ihr meiner Meinung seid oder auch nicht. Lasst einen Daumen für dieses Video da. Ich möchte mich indirekt natürlich nochmal bei der Space Cat Show bedanken, falls er das Video sieht, dass er mich darauf gebracht hat, dass ich eigentlich vor Monaten dieses Video schon bringen wollte. Also Grüße gehen raus. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein!